David, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auto, Motor und Sport TV. Mein Name ist Peter Stützer und ich bin hier unterwegs in einem alten, verranzten Opel Astra Kombi. Ja, und für alle die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, herzlich willkommen zur Yes the Chips Folge 20. Es geht diesmal auf die Piste und zwar ins bajuwarische Herz. Es geht in die Nähe von Landshut zum A1K Bridgeport Papst Blind German. Dort wird es einiges zu sehen geben und ich habe jetzt erstmal noch 3 Stunden Autobahn vor mir. Ihr bekommt jetzt das Intro und ich bekomme die A3. Damit jetzt nochmal herzlich willkommen zu den 20. Yes the Chips, der vorläufig letzten Bridgeport-Folge. Ich bin ein bisschen aus meiner Höhle herausgebrochen und bin heute hier beim Blind German. Also einiges an Bridgeport-Zeugs zum Zeigen hat. Interessant vor allem, und das wird die erste Station sein, eine Commodore A2386. Allerdings nicht mehr in ihrer ganz häuslichen Form, sondern mit einem Prozessor-Upgrade. Und das wollen wir uns dann demnächst anschauen. Aber zunächst einmal, gute Blind German, erzähl was dazu. Was sehen wir hier? Was haben wir hier für eine Maschine? A2000 ist klar. Was haben wir dann an Hardware drin und was haben wir an Software drauf? Also auch erst einmal ganz herzlich willkommen bei den Yes the Chips. Mich freut es, dass der Mick den Weg zu mir gefunden hat. Was haben wir denn? Einen A2000, richtig. Er hat eine Turbokarte mit einem 68030er Prozessor drauf, eine Apollo 2030 mit satten 64 MB Arbeitsspeicher. Dazu kümmert sich um die Grafik eine Merlin, die mit Picasso 96 eingebunden ist, und natürlich eine A2386, aber in einer frisierten Variante, und zwar mit einem Upgrade-Chip, und zwar mit einem Cyrix CX486SRX² heißt das Gerät, und das beschleunigt unsere Sache doch ganz gewaltig. Was haben wir sonst noch drinnen? 64 MB Fastram und 2 MB Chip und naja, ein Flickerfix ist auch noch drinnen, aber da kümmert sich ja letztendlich das Bridgeport nicht um. Auf der PC-Seite haben wir eine Grafikkarte natürlich, eine VGA-Karte, eine Zen ET 4000 W32 mit 1 MB und naja, eine Soundkarte letztlich ist auch noch drinnen, eine AWE 64 von Creative Labs. Augenscheinlich war das jetzt ein ganz normaler Bootvorgang von der A2386, bis auf diesen nicht ganz kleinen Hinweis, den wir hier unten sehen. Was genau sehen wir hier überhaupt? Das ist ein Zusatztool, was durch dieses Prozessor-Upgrade im Endeffekt installiert werden sollte. Dieser Upgrade-Prozessor von Cyrix hat einen internen Cache-Speicher in der CPU, der beherrscht, steht 486, auch ein paar 486er Befehle, arbeitet aber extern wie ein 386er SX auch mit 16 Bits. Und naja, der Cache muss irgendwie freigeschaltet angesprochen werden können und damit geht der Prozessor dann richtig ab. Also jetzt mal so gesprochen, wenn man jetzt nur rein hardware-seitig den Upgrade-Prozessor draufsetzen würde, würde das auch schon leistungsmäßig irgendwas bringen oder brauchen wir zwangsweise das Stückchen Software hier dazu? Zwangsweise das Stückchen Software dazu. Wir können später das Ganze nochmal zeigen im Norden-Süß-Info, da sieht man einen Unterschied, ich sag's mal so, mit Tag und Nacht. Kurz. Wir wechseln jetzt drüber auf die PC-Seite und schauen uns mal an, welchen Performance-Unterschied es ausmacht, wenn das Stückchen für die Cyrix-Erweiterung geladen wird bzw. nicht geladen wird.
Dazu starten wir ein kleines Benchmark-Programm. Lustigerweise SysInfo, der gleiche Name wie im Amiga-Bereich, nur hier wohlgemerkt auf dem PC. Hier erkennt man schon sehr schön, dass die CPU erkannt wird, meldet sich als Cyrix 486er und läuft tatsächlich mit echten 50 MHz. Hier arbeitet ein Taktverdoppler intern sozusagen. Und jetzt schauen wir uns mal die Geschwindigkeit an. Gehen wir auf die CPU-Geschwindigkeit. Und ich denke, man sieht eine ganz deutliche, flotte Geschwindigkeit von 66,4. Ich denke, das könnte man ungefähr vergleichen mit einem 486er, mit einem echten Intel 486er mit ca. 33 MHz, was die Kiste tatsächlich jetzt bringt. Das macht zumindest einiges her, wenn man sich überlegt, von welcher Basis wir gestartet sind, von einem normalen 386er. Und ja, also der Index, den wir hier sehen können, der ist schon ordentlich. So, und jetzt wollen wir uns noch anschauen, was passiert, wenn wir das Stückchen Cyrix-Software weglassen. Das heißt, einfach nur die Hardware arbeiten lassen. So, die PC-Seite ist jetzt neu gestartet und wie wir sehen, das Cyrix ist nicht zusätzlich geladen worden. Und jetzt schauen wir uns also mal im Vergleich an, was die Tuning-Maßnahme per Software nun tatsächlich im Endeffekt bringt oder beziehungsweise was sie nicht bringt. Natürlich meldet sich der Prozessor immer noch als Cyrix 486, auch mit 50 MHz. Er läuft natürlich immer noch intern mit seinen 50 MHz, aber... Ach du Scheiße, da merkt man erst einmal tatsächlich, was diese spezielle Aktivierung vom Cache und einem sogenannten Pipeline-Mode bei dieser CPU tatsächlich bringt. Jetzt ist sie nämlich nicht schneller wie letztlich ein ganz normaler 386 SX25, der kommt ungefähr auf den gleichen Wert. Wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller. Also mit anderen Worten, ohne die Software ist das Ding ja wertlos, das Upgrade. Aber wo wir gerade den Wert erwähnen, eine etwas unorthodoxe Frage, wie bist du an dieses Teil herangekommen? Und dann die nächste Frage gleich, so rein monetär, der momentane Kurs, was schätzt du? Tja, durch sowas kommt man per Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Zufall. Was kostet das Ganze? Wir sind im unteren dreistelligen Bereich. Also man darf mindestens 100, 120 Euro dafür hinlegen, sonst gibt es sowas nicht mehr. Wobei man dann aber auf der anderen Seite auch ganz klar sagen muss, der Unterschied hier, wir sind jetzt bei 12,9 hat er sich eingependelt, 12,9, 13 und wir haben uns vorher bei 66 bewegt. Also selbst ein Golf 2 GTI könnte man nicht dermaßen aufbohren, dass der dann auf einmal die fünffache Leistung bringt. Das ist schon bemerkenswert. Es ist im Prinzip die Creme de la Bridgeport sozusagen. Schneller kann man seinen Bridgeport nicht mehr machen. Und jetzt haben wir die Zahlen gesehen. Für die Zahlenfetischisten ist das natürlich das Nonplusultra, wenn man in einem Benchmark-Programm sehen kann, was ein Tuning gebracht hat und was nicht. Aber was interessiert uns denn eigentlich tatsächlich? Ja, ob unsere Spiele laufen natürlich. Und da gibt es ein Spiel, das hoffentlich jeder kennt und welches so auf einem normalen A2386 nur sehr schwerfällig läuft. Und jetzt schauen wir uns mal an, nachdem wir natürlich das Stückchen Cyrix-Software wieder geladen haben, wie sich das Programmchen damit verhält, beziehungsweise wie sich unser Spielchen damit verhält. Selbstverständlich kein DOS-Spiel, das was auf sich hält zumindest, ohne ordentlichen Sound. Und wir haben hier jetzt auch die Soundblaster AWE 64. Richtig. AWE 64 ins System mit eingebunden. Und jetzt starten wir das Spiel, welches zwar nicht von sich behaupten kann, das erste seiner Art zu sein, aber man kann doch sagen, dass es quasi das Alpha ist, die Begründung des 3D-Ballens des Ego-Shooters. Die Rede ist von ID Softwares Doom Teil 1.
zurück aus der Indizierungshölle der Bundesdeutschen Indizierungsanstalt, rehabilitiert, jetzt hier. Und wir sehen, es lädt recht flott. Jetzt schauen wir uns das Gameplay ein bisschen an. Wirklich flüssigen Gameplay kann man zwar trotz des Cyrix 486 Updates auf der A2386 nicht sprechen, aber wir schauen uns jetzt mal im Vergleich dazu an, die gleiche Installation, die gleiche Festplatte an einer normalen, handelsüblichen Commodore A2386, 8 MB Arbeitsspeicher, aber sonst nichts Spezielles daran. Umbau geht jetzt wirklich 1:1 von der Hand, muss man nicht viel erzählen. Die gepimpte A2386 fliegt raus und an ihre Stelle tritt eine ganz normale A2386. So, unser A2386 Bridgeboard ohne den Cyrix Prozessor ist jetzt hochgefahren mit der gleichen Festplatte daran und entsprechend sehen wir jetzt natürlich auch, dass die AutoExec hier versucht etwas aufzurufen und dann aber festgestellt wird, hoppla, wir haben ja gar keinen Cyrix Prozessor drauf, das ist vollkommen normal. Und jetzt gucken wir uns noch einmal SysInfo an, um zu sehen, welche Leistung die normale A2386 ohne Cyrix-Prozessor liefert. Wir sehen, es handelt sich jetzt natürlich beim Hauptprozessor um den serienmäßigen 80386SX in der Maximalvariante von 25 MHz. Oha! Da sehen wir jetzt was Interessantes. Also das normale A2386 Bridgeboard liefert sogar ein bisschen mehr Leistung ab, wie das gepimpte A2386 Bridgeboard mit Cyrix Prozessor, allerdings ohne die dafür notwendige Software. Also laut SysInfo, ein bisschen ist gut, das sind 50% mehr. Beim anderen waren wir bei 12, irgendwas, jetzt sind wir bei fast 19. Also von dem her, wenn ihr diese CPU auftreiben könnt, schaut bitte, dass ihr euch irgendwo diese Treiber-Diskette organisiert und genau dieses Tool einspielt, weil ohne dieses Tool bringt euch der teuerste Prozessor nichts. Und mit der genau gleichen Einstellung wie zuvor starten wir jetzt wieder Doom. Weil, wie bereits gesagt, die Zahlen von einem Benchmark-Programm, die sind ja recht und schön. Aber das Ganze ausgedrückt in bewegten Bildern, das bringt uns im Endeffekt doch deutlich mehr. Ja, wie man jetzt bei der Demo schon merken kann, es ruckelt deutlich das Ganze, auch wie das Doom-Logo am Anfang runtergezogen hat, so macht es definitiv keinen Spaß. Jetzt starten wir mal in das Spielchen rein. Ein neues Spiel und los geht's. Und auch hier merkt man deutlich diese kleinen Pauseneffekte und so muss ich sagen, hat man keine Chance, bis das Ding reagiert, bis man sich bewegen kann. Also das ist wie besoffen Autofahren, ehrlich gesagt. So ein bisschen was bleibt einem anderes übrig? So, jetzt kann man flüssig spielen. Jetzt brauchst du allerdings auch eine Lupe dazu, damit du überhaupt noch irgendwas von dem Spiel erkennst. Richtig. Machen wir mal die Tür auf hier. Da ist was, da hinten. Da zappeln ein paar Pixel, machst du nieder! Ja, also ich denke, der Unterschied ist eindeutig zu erkennen, was das Prozessor-Upgrade mit dem Cyrix hier uns bringt.
Doom ist hier ein sehr dankbares Benchmark, wie ich finde. Wir fahren hier jetzt mit der normalen A2386 auf der kleinsten Bildschirmeinstellung, die überhaupt möglich ist. Und ja, da muss man schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein, damit man damit noch Spaß haben kann. Also ich bevorzuge auf jeden Fall die gepimpte Version. Und auch wenn sich das noch nicht in meinem Besitz befindet, sollte es irgendwo mal auftauchen. Vielleicht habe ich da dann doch ein bisschen Interesse dran. Ein anderes sehr beliebtes Spiel aus dieser Zeit kommt von Microsoft. Und die Rede ist nicht vom Flugsimulator, sondern auch von bunten Fensterchen, die ansonsten relativ wertbefreit waren. Microsoft Windows. Es dauert ein bisschen, Und irgendwann sind wir dann mal dort im bekannten Programmmanager. Das war jetzt der Start mit der normalen A2386, 25 MHz, 8 MB Arbeitsspeicher. Eines muss man sagen, damit kann man in Windows auch schon was arbeiten. Ja, also das Windows 3.1 ist ja ein verhältnismäßig gutmütiges System. Und mit 25 oder 20 MHz und zumindest 8 MB Arbeitsspeicher, wenn man der Kiste gönnt, dann kann man auch ganz flott hier drinnen was machen. Und man kann sogar noch seine Briefchen schreiben, wenn man das möchte. Ja, man muss sich vor Augen halten, als Windows 3.1 damals aktuell war, dann waren 8 MB an Arbeitsspeicher ein purer Luxus im Prinzip. Was haben die Maschinen damals gehabt? Da konnte man vielleicht von 2, da konnte man von 4 MB konnte man sprechen. Aber wenn man 8 ganze hatte, also für Windows 3.1 zumindest, müssen das schon unendliche Weiten gewesen sein. Entsprechend flott war es hier entsprechend auch unterwegs. Gut, okay, jetzt die beste Funktion von Windows, beenden. Bei 3.1 konnte man das noch machen. Auf Wiedersehen. Und jetzt bauen wir die Kiste wieder zurück und schauen uns das Ganze nochmal an auf der getunten A2386. Kann ja sein, dass ich mich täusche, aber das war jetzt schneller? Das war auf jeden Fall einen Tick schneller als mit der normalen 386er Brückenkarte. Auch da zeigt sich mal wieder die höhere CPU-Leistung. Ja, wobei man insgesamt natürlich schon sagen muss, zur damaligen Zeit, wo Win 3.1 am Start war, da wäre jetzt so eine Ausstattung hier purer Luxus gewesen. Wir haben 8 MB Arbeitsspeicher. Und die entsprechende Prozessorleistung dazu, also das wäre damals, hätte sich vermutlich jeder so ein bisschen die Finger danach abgeleckt. Aber um Geschwindigkeit ist mir ja schließlich nie böse. Und damit haben wir hier ein ziemlich überzeugendes Vergleichsergebnis zwischen der normalen A2386 und der mit dem Cyrix-Prozessor getunten A2386. Alles in allem durchaus bemerkenswert, wie ich finde. Hier haben wir jetzt die beiden Karten im Detail. Oben sehen wir die normale A2386 und das, was wir jetzt hier sehen können, ist der normale Intel 386er Prozessor. Und unten auf unserer getunten Karte erkennen wir da ein kleines Türmchen. Ja, und wie im Detail funktioniert der Spaß hier überhaupt? Tja, dieses kleine Türmchen, da sitzt entsprechend diese Upgrade-CPU von Cyrix drunter. Die wird einfach nur auf den vorhandenen 386er SX-Prozessor der Brückenkarte draufgesteckt. Man sollte natürlich darauf achten, dass der gekennzeichnete Pin 1 auch mit dem gekennzeichneten Pin 1 auf dem Intel-Prozessor übereinstimmt und dann einfach draufdrücken mit sanfter Gewalt. Dann rastet der Prozessor vernünftig ein. Und dann ist eine Sache ganz entscheidend, man sieht hier als Spitze vom Türmchen einen Kühlkörper und der Kühlkörper wird warm. Der Kühlkörper wird sehr warm und darum rate ich an, das Ganze irgendwie auch noch mit einem Lüftchen zu versehen. Das heißt, entweder man findet einen kleinen Kühler, den man draufsetzen kann, einen kleinen Ventilator, oder aber man sorgt irgendwie für entsprechenden Luftzug im A2000 Gehäuse. Für einen A4000 und A3000 würde ich das nicht anraten, weil die Temperatur einfach viel zu hoch wird. Also irgendwie noch einen Lüfter einbauen, vielleicht einen vorne, der ein bisschen anschiebt und hinten einen Slotlüfter, der entsprechend rauszieht, sonst grillt ihr euch die teure Upgrade-CPU.
Dem aufmerksamen Beobachter ist aber eine Kleinigkeit noch aufgefallen, und zwar dort, wo wir hier auf der A2386 einen Co-Prozessor vorfinden, der übrigens nicht zur Standardausstattung dazugehörte, sehen wir auf unserer getunten Karte ein Loch. Ja, und dieses Loch ist nicht da, weil kein Co-Prozessor vorhanden wäre, sondern das Problem ist, ein solcher Co-Prozessor muss auch tatsächlich quasi die Taktverdoppelung der CPU unterstützen, dieser Cyrix-CPU. Und da wird es etwas schwierig letztendlich. Man kann nicht mehr sagen, dass alle original Intel-FPUs, Intel-Coprozessoren das unterstützen. Der eine kann es, der andere interessanterweise nicht, obwohl sie gleich heißen. Das ist eine Ausprobiererei letztendlich. Und naja, viel Spaß bei der Suche. Aber ein Coprozessor, muss ich ehrlich sagen, auf dem 386er wird eigentlich eh nur von ganz spezieller Software unterstützt. Kann man sich schenken. Brauchen wir nicht. Wenn wir noch dabei sind, es hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Prozessor-Tuning zu tun, aber wir sehen hier auf beiden Karten eine sehr hübsche und elegante Lösung, wie man das Thema, was soll ich sagen, wie man das Thema Tonnenakku lösen kann. Ursprünglich haben wir ja auf den 2386er Boards diese wunderbaren auslaufenden und dann die Platine anfressenden Akkus drauf, und hier haben wir die hübsche Lösung mit Knopfzellen. Der nächste Patient auf unserem Operationstisch ist augenscheinlich ein ganz normaler A500, und das Einzige, was man von außen sehen kann, ist, dass da links am Expansion Port eine Festplatte dranhängt. Aber das ist nicht alles, oder? Ja, natürlich nicht alles. Zum einen ist bei der Festplatte auch noch ordentlich Fastnet mit dabei. Das liefert uns satte 8 MB. Und naja, du bist ja wegen PC-Emulation quasi, beziehungsweise Bridgeport hier. Also hat auch natürlich dieser Amiga was Entsprechendes zu bieten. Aber fahren wir die Kiste einfach mal jetzt hoch. Gut, wir haben hier tatsächlich eine ganz normale Workbench erstmal. Eine Sache ist ganz wichtig, schauen wir mal auf das hier unten. Wir bewegen uns auf einem Kickstart der Version 2, in diesem Fall ist es ein 37.300, und wir lassen auch eine Workbench entsprechend dazu laufen. Genau zu sein, ist es die Workbench 2.1. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns mal den ersten Teil des Innenlebens genauer anschauen, weil da ist ja etwas installiert, und das Ganze nennt sich AT-Emulator, und einige von euch werden es vielleicht kennen. Da steht AT-Wands von der Firma Vortex, und das ist nichts anderes als eine interne Karte für den Amiga 500 oder auch für den Amiga 2000, da funktioniert es genauso, die einem einen 286er Prozessor letztendlich liefert mit satten, wenn es die AT Ones Plus ist, 16 MHz und der Möglichkeit sogar einen Co-Prozessor zu installieren. Und eine kleine Geschichte noch dazu, was kann ich eigentlich letztlich alles entsprechend einstellen. Die Tastatur wird natürlich vom Amiga übernommen, Floppy-Laufwerke genauso, allerdings gleich einen großen Nachteil dazu: ich habe nicht die Möglichkeit, auf HD-Laufwerke zuzugreifen oder irgendwie zu verwenden. Das heißt, so ganz AT-konform ist das Ganze natürlich dann trotzdem nicht. Ich bin auf die normalen Double-Density-Disketten angewiesen, um Daten reinzubekommen. Dann, und das ist allerdings dann wieder was Schönes, ich kann natürlich auch irgendwie eine Festplatte einbinden, nämlich in diesem Fall eine ganz komplette Partition auf meiner Amiga-Festplatte, die verwendet wird. Und ich muss natürlich auch der Geschichte irgendwie sagen, welche Grafik soll der Freund darstellen. Und naja, ich habe im Amiga tatsächlich nur die Möglichkeit,
in Amiga 500, dass diese Grafik emuliert wird. Und da habe ich natürlich auch nicht diese großen Sachen an Farben zur Verfügung. Farbenfreude und Grafikfähigkeiten habe ich letztlich eigentlich nur im CGA-Modus. Da läuft es nämlich auch einigermaßen flott, aber wie wir später sehen werden, mit sehr wenig Farben. Hier steht auch was vom VGA, aber keine 256 Farben, keine 16 Farben. Also nur wirklich furchtbar langsam. Lass die Finger davon. Gut, das Ganze ist ja hier entsprechend installiert. Gehen wir hier mal aus dem Tool raus und starten mal unsere AT1s Plus. Hier oben sieht man den Speicher. Es waren 512 KB ChipRAM installiert, entsprechend weniger. Insgesamt mit dem Ranger RAM 8,5 MB an FastRAM zur Verfügung. Was macht das Ganze? Es ist letztendlich ein Reboot, der stattfindet. Das heißt, der Amiga macht einen Soft Reset. Und er fährt, wie wir gleich anfangs sehen werden, augenscheinlich auch ganz normal hoch. Und genau jetzt blendet er um und schaltet um auf die entsprechende PC-Karte, die intern eingebaut ist. Und wir sehen hier, der Speicher wird entsprechend durchgezählt, der Base Memory, und ich habe satte 4 MB an Extended Memory zugewiesen, letztendlich. Und auch hier wird uns die Grafikmodus und alles angezeigt. Tja, fahren wir den Freund mal weiter hoch. Er startet von der Festplatte des Amigas. Und es meldet sich der Klassenfeind von Microsoft. Herzlich willkommen. Was haben wir denn da eigentlich ganz genau drauf? Schauen wir mal. Es handelt sich um MS-DOS in der Version 5. Und was gehört zu MS-DOS dazu? Richtig. Ganz genau. Lasst uns Fenstern gehen. In diesem Fall das Windows 2.11 für den 286er Prozessor. Und ihr seht schon die wunderbare Farbenfreude, die uns CGA hier letztlich darstellt. Mehr ist leider mit der Vortex AT1s nicht möglich. Und auch die Geschwindigkeit ist nicht zwingend das Allerschnellste, was man sich vorstellen kann. Also für Windows-Betrieb, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das keinen Spaß. Und eins nicht vergessen, ich kann, selbst wenn ich einen Tower-Umbau vom A500 habe, ich kann auf keine ISO-Grafikkarten verzweigen. Besteht hier jetzt, wie bei den Commodore Bridgeboards, die Möglichkeit, dass ich irgendwie zurückkomme auf den normalen Amiga-Betrieb in die Workbench hinein? Ja, das kannst du auch hier machen. Schauen wir mal kurz zu. Es gibt hier eine Tastenkombination, die da ganz wichtig ist. Wenn ich nämlich die Amiga-Taste, die linke Amiga-Taste und N drücke, dann befinde ich mich wieder ganz normal in meiner Amiga-Welt. Und wir sehen hier oben auch ganz knallhart, was mit meinem Speicher vom Amiga passiert ist. Tja, das ist deutlich weniger geworden. ChipRAM ist pulverisiert. ChipRAM ist weg. Warum? Es muss ja auch diese CGA-Grafik irgendwie aufbereitet werden, um dargestellt werden zu können. Und auch mein FastRAM ist natürlich deutlich geschrinkt, deutlich weniger geworden. Kein Wunder, ich habe ja auch satte 4 MB an Extended RAM für die Vortex zugewiesen. Also mit anderen Worten, meine Workbench kann ich mir jetzt zwar noch anzeigen lassen, aber damit anfangen kann ich eigentlich nichts mehr. Richtig, ganz genau. Einzige Möglichkeit, du hast irgendeinen Patch in Anführungszeichen von deinem Board gemacht, dass du einen MB-Chip hast, dann ist das eher kein Problem. Dann hättest du ja hier noch über 500 KB an ChipMem zur Verfügung und kannst auch noch was arbeiten. Und nein, wir haben nicht irgendwo einen anderen Rechner angeschlossen. Auch in diesem kleinen A500 haben wir tatsächlich zwei Welten drinnen. Oben unsere Microsoft-Welt und unten drunter tatsächlich unsere Workbench. Tja, wie man so schön sagt, zwei, die eigentlich nicht zusammengehören. Aber sie sind zusammen gepfercht worden. Ja, mit Gewalt oder mit nett. Gut, wunderbar. Tja. Jetzt haben wir uns mal die Vortex AT1s Plus angeschaut
Und das ist allerdings nicht das Einzige, was es für den A500 an entsprechenden PC-Emulatoren gab bzw. gibt. Es gibt von Vortex auch noch was Langsameres, nämlich die normale AT1s oder wie man auch sagt AT1s Classic. Wodurch unterscheiden sich die beiden Freunde? Naja, die AT1s Plus ist praktisch das obere, das schnellere Produkt, hat einen 16 MHz 286er Prozessor und hat auf der Karte bereits 512 KB Speicher verbaut, die ausschließlich von dieser PC-Emulatoren-Karte verwendet werden. Und die AT1s Classic, naja, die hat keinen Speicher drauf und sie ist langsamer. Sie taktet praktisch synchron zur 68000er CPU auf dem Amiga mit ungefähr 7,14 MHz und ist damit natürlich deutlich langsamer. Aber es gibt da noch was anderes dazu. Und da bewegen wir uns bei einer anderen Firma. Und diese Firma heißt KCS aus den Niederlanden. Und die stellte, finde ich, den besten Emulator, PC-Emulator für den A500 her, nämlich das KCS PowerPC Board. Was ist das Ganze? Starten wir es mal an. Nicht verwechseln bitte mit PowerPC und Cyberstorm und sonst irgendwas. Nein, das ist ein PC mit Power sozusagen. Der Speicher zählt hoch bis 640 KB und nicht weiter. Und was haben wir verbaut? Eine NEC V30 mit 10,7 MHz. Was ist eine NEC V30? Das ist nichts anderes als ein 8086er Klon. Aber eine ganz flotte Variante. Was wird hier gebootet? Das Ganze ist MS-DOS 4.01. Das war bei der Karte dabei. Und wir haben hier auch ordentlich Speicher zugewiesen. Die normalen 640 KB Basisspeicher, da haben wir es jetzt nicht zugewiesen. Oben sehen wir es als externen Speicher, würden uns 7,6 MB zur Verfügung stehen. Unten steht auch noch, dass wir einen RAM Drive haben, dass wir EMS-Speicher haben und so weiter. Tja, aber was macht dieses KCS Power PC Board eigentlich der Vortex überlegen? Meiner Meinung nach, die Grafik ist nicht so matschig und sie ist deutlich besser emuliert. Natürlich haben wir hier auch wieder Windows am Laufen. Eine ganz frühe Version von Windows. Eine ganz, ganz frühe Version von Windows. In dem Fall haben wir Windows 1.03 drauf. Einfach mal zum zeigen, wie das Ganze geht. Und der ganze Wechsel ist deutlich flotter, mit weniger Verzögerungen. Und auch die möglichen Screen Mounts, die zur Verfügung stehen, sind etwas weitreichender. Ich habe tatsächlich einen EGA-Modus mit 16 Farben. Den habe ich bei der Vortex AT1s nicht. Das Umschalten jetzt, wie wir es vorher gesehen haben, zwischen der PC-Seite und der Amiga-Seite funktioniert jetzt mit dieser Karte allerdings nicht. Das funktioniert mit dieser Karte nicht. Im Endeffekt schaltet der Amiga rein auf diese PC-Karte letztendlich zu. Wir bewegen uns nur auf der PC-Welt. Nachdem wir uns jetzt Windows oft genug angeschaut haben, greifen wir wieder zurück auf ein anderes Benchmark-Spiel, welches ihr aus den vorherigen Bridgeport-Folgen bereits bestens kennt. Und zwar der persische Prinz, der Retter im weißen Schlafanzug. Und man glaubt es kaum, das Ganze funktioniert auch hier auf dieser PC-Emulation. Allerdings ist da jetzt noch ein kleines Zusatzschmankerl dabei, welches die anderen Commodore Bridgeports zum Beispiel nicht drauf haben, nämlich eine Soundblaster-Emulation. Nicht nur das, auch im Unterschied zu den Commodore-Brückenkarten werden wir farblich noch einen kleinen Unterschied feststellen, weil auch da ist es bei diesem KCS PowerPC-Board ein wenig farbiger, und zwar serienmäßig von der Emulation her. Wir haben nicht nur Monochrom und nicht nur CGA, sondern es gibt auch einen 16-farbigen, ja richtig gehört, satte 16 Farben im CGA-Modus. Und da schaut auch der Prinz relativ vernünftig aus.
Soundausgang übrigens über die normalen Chinch-Buchsen des A500. Hier wird also kein extra Abgang benötigt oder keine extra Boxen. Es läuft über die Anschlüsse, die sowieso beim A500 eigentlich belegt sein sollten, um den normalen Soundausgang zu haben. Wir haben jetzt hier beim Laden gesehen und auch hier der Bildschirmaufbau. Also ja, die Emulation unbedingt schnell läuft sie nicht. Aber sie läuft und wir sehen vor allem eben auch, wir haben unsere 16 Farben zur Verfügung. Werfen wir mal noch einen Blick aufs Gameplay. Das jetzt hoffentlich kommt. Yes! Also super flüssig läuft es nicht, aber sagen wir mal so, für damalige Standards könnte man es noch als spielbar bezeichnen. Schauen wir mal, ob der Selbstmord funktioniert. Ja! Okay, wunderbar. He's dead, Jim. Tragisches Ende. So, und wenn wir gerade schon beim Benchmarken sind, dann schauen wir uns das gleiche Spiel nochmal an auf der Vortex. Wir sind jetzt wieder auf dem Vortex AT1s Emulator. Wohlgemerkt, ein 286er 16 MHz haben wir hier. Und wir starten wieder unseren persischen Prinzen. Allerdings den gegebenen Verhältnissen angepasst in CGA-Grafik. Und was den Sound angeht, das schauen wir jetzt erstmal. Klingt ein bisschen nach Durchfall. Aber die Vortex kann halt nur irgendwie den PC-Lautsprecher emulieren und ganz genau danach hört sie es an. Letztlich kein Vergleich mit dem KCSK-PC-Board, das hat da ganz andere Möglichkeiten. Und naja, auch die Farben sind halt so, wie man sie von der CGA-Darstellung letztlich kennt. Schauen wir uns auch hier mal kurz das Gameplay an. Also gegeben durch die Tatsache, dass wir hier nur CGA haben, läuft das Ganze natürlich schon flüssiger. Aber wenn man überlegt, wir hatten vorher einen, korrigiere mich, 80-86er? Einen 80-86er mit satten 10,7 MHz. Ja. Und da haben wir zumindest mal 16 Farben dargestellt bekommen. Und es lief, naja, so lala. Wir reden jetzt hier aber von einem AT, von einem 286 mit 16 MHz und da kriegen wir gerade so CGA-flüssig hin. Es ist schon ein gewisser Unterschied festzustellen. Meine Empfehlung für alle... Du machst mit. Scheiße. Mein Gott, immer musst du selbst mal machen. Und für alle die, eine Empfehlung von mir, wer sich tatsächlich für den Amiga 500 auf einer PC-Emulatorenkarte interessiert und eine haben möchte, knallhart, kauft euch ein KCSK-PC-Board, wenn ihr es irgendwo findet. Ich denke, damit könnt ihr mehr anfangen und es macht einfach mehr Freude, wegen der Soundblaster-Emulation und wenn man will, hat man auch mehr Farben zur Verfügung. So. Wir haben gesehen, was die Emulatoren im Amiga 500 können, aber die Emulatoren selbst haben wir noch nicht gesehen. Aus gesicherter Quelle weiß ich, dass ein paar der Zuschauer der Yesterchips auf Hardware-Pornografie stehen. Und deswegen zeigen uns mal, was hier unter der Haube steckt. So, also hier sehen wir das KCS PowerPC Board. Das ist eine Steckkarte für den Traktor-Steckplatz im Amiga 500. Wird letztendlich auch wie eine ganz normale Speichererweiterung vom Amiga erstmal eingebunden. Das heißt, man hat eigentlich hier zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zum einen bringe ich meinen Amiga 500 auf einen MB-Speicher, wunderbar, und zum anderen habe ich auch tatsächlich einen PC-Emulator mit an Bord. Super Sache und wie wir gesehen haben, auch erstaunlich flott. Und wer sich jetzt so die Frage wie ich stellt, da ist eine Knopfzelle drauf, ist das vielleicht ein Replacement? Nein, ist es nicht. Die ist original, wurde damals so auf dieser Karte verbaut. Hier sitzt letztendlich unsere Vortex AT Ones Plus. Man sieht hier den entsprechenden Intel bzw. in diesem Fall Klonhersteller. Hier handelt es sich um eine AMD CPU, um einen eben 80286 mit 16 MHz. Auch von mir nachgerüstet mit einem Co-Prozessor. Das ist bei der normalen AT Ones Classic nicht möglich. Und tja, wie man sieht, diese PC-Emulatorenkarte sitzt im 68.000er Sockel des Amiga 500 und obendrauf praktisch Huckepack kommt dann letztlich der 68.000er. Einbau natürlich etwas, sagen wir mal, umständlicher wie beim KCS Power PC Board. Man sollte also problemlos das Ganze aufschrauben. Und noch eine Besonderheit, ganz wichtig, das darf man nicht vergessen, sonst laufen diese Karten nicht stabil. Man muss einen, in diesem Fall, selbst gebastelten Adapter quasi für den, was haben wir denn, den Gary letztlich einsetzen, sonst kommt nämlich der Amiga aus dem Tritt, sonst klappt es mit dem Timing nicht. Also wenn ihr euch sowas organisiert, eine AT Ones Classic oder AT Ones Plus, achtet bitte darauf, dass ihr auch diesen Sockel letztendlich mitbekommt, ansonsten müsst ihr selber an die Arbeit gehen. So, und was ist das Ding hier jetzt? Tja, das Ding hier ist eigentlich genau das gleiche wie die AT Ones Plus. Aber halt von GVP, einem Hersteller, eben zum Beispiel von diesen Festplatten, die man hier am A500 dranhängen kann. Und andere Bauform, klar, die kann ich intern bei diesen A500 HD HD 8 Plus und so weiter Festplatten einbauen. Oder aber, wer zufällig eine GVP 530 zu Hause haben sollte, diese externe Turbokarte für den Amiga 500, ja, da kann ich das Ding auch einbauen und habe damit auch einen 286er zur Verfügung. Ist letztendlich aber nichts anderes als eine Vortex AT Ones Plus mit allen Pros und Kontras. Ein 286er, 16 MHz. Aber bietet von der Leistungsfähigkeit auch nicht mehr wie das Original. Und ist im Allgemeinen weniger anzutreffen? Deutlich weniger anzutreffen. Der letzte Kandidat in der illustren Runde ist ein, ja, was lesen wir hier, Amiga 2060. Das Ding ist schwarz wie die Nacht. Und da sehen wir ein paar Features, die nicht ganz Standard damals waren. Ganz genau. Einigen ist er ja aus dem A1K-Forum bekannt, der schwarze A2000. Ausgerüstet mit einer Blizzard 2060 Turbokarte, also mit einem Motorola 68060 Prozessor und 50 MHz mit 128 MB Fast RAM und entsprechender Fast SCSI Anbindung. Das Ganze läuft dann sehr flott auf einer CF-Karte und bringt dann wirklich ordentliche Datenübertragungsraten. Dann für die Grafik oder um die Grafik kümmert sich eine Picasso 2 Plus. Und ja, man sieht ja auch einen Cardreader. Der Cardreader ist über eine USB-Karte angebunden. Da handelt es sich in diesem Fall um eine Algor. Aber es wäre ja nicht ein Amiga 2000 von mir, wenn da nicht auch noch was anderes drinnen wäre. Denn auch hier bauen wir Brücken. Auch da ist etwas drinnen. Nur etwas, was wir bis dato noch nicht gezeigt haben. Es handelt sich nämlich um eine Golden Gate, wie wir hier schon mal dieses kleine Icon letztlich sehen können. Da ist allerdings eine Sache ganz entscheidend, vor allem wenn wir flotte
Karten, Lotte Turbo Karten installiert haben. Bevor die Golden Gate sich melden kann, muss der Datencache und der Cache der CPU ausgeschaltet werden. Das mag die Golden Gate sonst wirklich gar nicht. Also schalten wir das Ganze mal aus. Dann sind wir auf der sicheren Seite und dann starten wir das Ganze mal an. Und auch hier ein Unterschied zur Commodore Brückenkartentechnik. Die Golden Gate startet wirklich erst dann, wenn ich sie hier per Befehl hochfahren möchte. Die Bridgeports von Commodore werden über dieses Bindrivers Command eingebunden und laufen praktisch die ganze Zeit nebenher. Die Golden Gate quasi nur auf Anforderung. So, was wir jetzt allerdings festgestellt haben ist, tja, wir haben keinen zweiten Monitor dabei und da schaltet jetzt irgendwann mal was kreuz und quer und siehe da, auf einmal taucht der Bildschirm vom PC-Teil des Amigas auf dem Monitor auf. Vortex hat tatsächlich etwas geschafft, was Commodore leider nicht mehr hinbekommen hat. Es war geplant, auch bei der A2386 letztendlich einen Monitor-Switch zu bauen. Dafür ist nämlich auch dieser PS2-ähnliche Anschluss gedacht, hinten auf der A2386. Vortex hat ihn und dieser Vortex Monitor Switch ist eine ganz tolle Angelegenheit. Ich brauche nur einen Monitor, der Freund schaltet einfach rüber. Passt perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier, was zeigen wir euch? Natürlich unser wunderbares Testspiel letztendlich. Also, los geht's. So nett. So nett, ja, das stimmt. Da waren die Finger mal wieder zu schnell. Es ist ja auch extrem schwer zu tippen, muss man dazu sagen. Das stimmt allerdings. Da war die Nacht zu kurz. Ja, und vom Prinzip her kann man hier jetzt erkennen, also mit dieser Einstellung und von der Performance her ist das Ganze schon vergleichbar mit der getunten A2386 mit dem Cyrix Prozessor drauf. So ganz hundertprozentig flüssig läuft die Geschichte nicht ab. Aber wenn man die Darstellung entsprechend um eine Stufe verkleinert, ist das Ganze absolut spielbar. Was wir allerdings zu der Geschichte sagen müssen, von der Leistung her kommt diese, obwohl als 486 ausgeschriebene Turbokarte, nicht ganz an die Leistung einer getunten A2386 heran. Der Unterschied ist zwar nicht allzu groß, aber er ist messbar. Ja. Auch hier, na klar, er wird entsprechend erkannt. Er erkennt auch brav das Vortex BIOS, das letztlich zur Verfügung gestellt wird. Und tja, schauen wir mal an, was bringt die Karte. CPU-Speed. Und wir bekommen einen Wert um die, ja, mei, wenn sie es einpendelt, irgendwo 58 letztlich rum. Wer sich erinnert an kurz vorher, die A2386, die getunte Variante, kommt hier auf satte 66. Also mehr als 10% schneller als die Vortex SLC2. Tja, dann haben wir hier das Innenleben dieses schwarzen Amiga 2000. Wie schon gesagt, eine Blizzard 2060. Daneben befindet sich sogar noch eine Ariadne Netzwerkkarte. Die ist auch noch eingebaut. Und dann die Picasso 2 Plus. Und dann noch daneben die Alugar USB-Karte. Und dann, tja, dann kommt die Brücke, dann kommt die Golden Gate. Und der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, das ist keine originale Golden Gate SLC2, die auch verkauft wurde, sondern eine Golden Gate 486 SLC, die sich allerdings auch problemlos mit einem Cyrix Upgrade Prozess auf eine SLC2 aufrüsten lässt. Ausgestattet ist das Ganze allerdings dann mit, wir haben es vorher gesehen, 16 MB Arbeitsspeicher. Und wie wir auch erkennen können, hat diese Golden Gate ein paar andere Anschlüsse. Sie bringt nämlich einen IDE-Port mit, der ist gar nicht mal so langsam. Und für die Festplatte habe ich hier sozusagen einen DOM draufgesteckt. Und normalerweise sollte die Golden Gate keine Schwierigkeit haben mit Festplatten ungefähr bis 1 GB letztendlich. Der Floppy-Anschluss, der sich dahinter befindet, den habe ich leer gelassen. Warum?
Wir sehen hier auch nur ein einziges Diskettenlaufwerk und auch die Vortex Golden Gate bietet die Möglichkeit, sich quasi das Laufwerk mit dem Amiga zu teilen. Allerdings ohne zusätzlichen Kabelboost, wie das noch bei der Commodore A2386 notwendig war. Im Endeffekt findet hier dann der Datenaustausch über den Zorobus statt und ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich mir das in meinen A2000 eingebaut habe, nämlich ein HD-Laufwerk, auch auf der PC-Seite dieses HD-Laufwerk entsprechend ansprechen zu können, also für 1,44 MB. Allerdings, wir wissen es ja, am Amiga ist die Datenübertragung in HD sozusagen für die großen Disketten langsamer. Das haben wir natürlich bei der Golden Gate dann logischerweise ganz genauso. Auch das wird entsprechend langsamer angesteuert. Was wir noch drinnen haben, ist eine 2 MB ISA-Grafikkarte mit einem RS3-Chip drauf. Dann dazu noch eine SCSI-Karte, um auch extern mal irgendwelche Medien anschließen zu können. Und wir haben es vorher bei Doom gehört, um den Sound kümmert sich in diesem Fall eine Soundblaster AWE64 Gold. Ja gut, was wir jetzt hier noch sehen können, ist, du hast ein CD-ROM-Laufwerk mit drinne. Wie schaut es hier aus mit der Mitbenutzung am Bridgeboard? Das ist eher schwierig, weil die ganzen Tools ein Commodore-Bridgeboard verlangen. Etherbridge und sonstige Spielereien setzen zwingend quasi eine Commodore-Brückenkarte, letztlich egal was, ob 80, mit einem 8088er Prozessor, mit einem 286er oder 386er SX voraus. Bei Vortex wird das Ganze nicht so klappen. Da beißt sich also quasi die Katze in den Schwanz. Die Vortex liefert zwar super gut ihren eigenen IDE-Controller mit, wo man auch ein CD-ROM-Laufwerk dran anschließen könnte, selbstverständlich. Davon richtig, gehe ich aus. Stellt sich dann natürlich nur die Frage, wohin damit? Und wenn sich die Frage schon im riesigen A2000 stellt, dann müssen wir uns nicht vorstellen, wie das zum Beispiel in einem A3000 aussieht, der ja überhaupt keinen 5,25 Zoll Schacht hat. Zum Ende unserer Aktion wieder die Frage, die man eigentlich nie stellen sollte. Sinn und Zweck von einem Bridgeboard. Naja, was so ein Bridgeboard drauf hat, das haben wir im Prinzip gesehen. Es ist ein PC auf einer Steckkarte, aber halt eben nicht nur, sondern wir haben da noch eine gewisse Interaktion mit dem Amiga, in dem das Bridgeboard drin verbaut ist. Wir haben jetzt die unterschiedlichsten Varianten eines Bridgeboards gesehen und wenn sich jetzt tatsächlich mal die Frage stellen sollte, ich will mir so ein Bridgeboard kaufen, welches würdest du jetzt so aus Gefühl heraus empfehlen? Im Endeffekt ist es so, bei den hochperformanten Bridgeboards, tja, wenn sich mal eine Gelegenheit bietet, eine A2386 zu kaufen oder eine Golden Gate, zuschlagen. Die Gelegenheiten sind sehr, sehr rar. Im Endeffekt, beide Karten haben irgendwo Vor- und Nachteile. Die Golden Gate bringt bis zu 16 MB Arbeitsspeicher unter und ich habe einen integrierten IDE-Anschluss, den ich wunderbar letztendlich mit einem DOM verwenden kann. Und auch die Sache mit den Diskettenlaufwerken finde ich, wenn man das Ganze mit dem Amiga teilt, ist eleganter gelöst. Andererseits, bei der Commodore-Karte ist es so, die ist einfach nochmal einen Ticken schneller. Klar, sie bringt mir halt nur 8 MB Arbeitsspeicher und auch um den Festplattenspeicher auf der PC-Seite muss ich mich irgendwie anders kümmern, sei es ein Hardfile oder eben ein zusätzlicher IDE-Controller, der eingebaut ist. Also unterm Strich muss man sagen, Vor- und Nachteile haben beide Karten. Irgendeinen Tod muss man bei jeder dieser Karten sterben. Vielleicht noch ein Wort zu den Bridgeboards, die man momentan noch öfters antrifft. Das sind ja meistens die total langsamen A2088. Also ich persönlich, außer der Erfahrung heraus, eben mal so eine richtig langsame Kiste gesehen zu haben, weil ehrlich gesagt, ich hatte mit den Dingern nie wirklich lang Spaß gehabt. Was kann man praktisch damit anfangen? Wenn es eine Commodore-Karte ist, ja, man kann die Etherbridge darüber aufbauen, aber ansonsten siehst du noch irgendeinen sittlichen Nährwert darin, in den wirklich langsamen Kröten? Im Endeffekt, ja, man kann wirklich uralte XT-Spiele, kann man auch da letztendlich spielen. Wichtig wäre es da natürlich, dass man eine ISA-Grafikkarte auch dazu steckt, das heißt, irgendeine Karte, die sich auch im 8-Bit-ISA-Modus verwenden lässt, dann in ist das Ganze vom Feeling her, vom Gefühl her doch deutlich flotter. Und ja, man sollte auch tunlichst schauen, dass man irgendwie noch eine Speichererweiterung für den ISA-Slot bekommt, um zumindest auf die 640 KB Speicher zu kommen. Weil mit 512
was ja serienmäßig drauf ist, macht es ehrlich gesagt wirklich keinen Spaß. Ihr habt es geschafft. Ihr habt diese Brachialattacke hessisch und bayerisch überlebt. Für mich waren es zwei sehr aufschlussreiche Tage beim Blind German, wobei wir eigentlich mehr die Nacht für die Dreh- und Bastelarbeiten verwendet haben, denn die Tage. Wie spät oder früh war es? Irgendwas um die 2 Uhr. Naja. Eins hat es auf jeden Fall gezeigt. Ein Amiga-Spinner alleine ist ein kontrollierbares Risiko. Zwei auf einem Haufen und die Situation wird kritisch. Was die Bridgeboards angeht, so habe ich mir gleich mal ein KCS PC Powerboard gesichert. Das Ding hat mich, obwohl es zu der von mir so niedergemachten XT-Klasse gehört, absolut überzeugt. Einfachster Einbau in den Trapdoor des 500ers, 512 KB Speichererweiterung für den Amiga, VGA-Grafik mit 16 Farben, schnelle Partitionsnutzung der Amiga-Festplatte und ein emulierter Soundblaster. Ja, ich bin begeistert von dem Teil. Zum Schluss möchte ich mich beim Blind German bedanken für die lustige Zeit und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. In seinem Namen auch ein Dankeschön an die Firma Zellhuber Elektronik für das Fixen seiner A2000-Netzteile. Solltet ihr Detailfragen zur gezeigten Hardware haben, dann wendet euch bitte direkt per A1K-Forum an den Blind German. Ich könnte euch nur oberflächliche Infos zu den gezeigten Brocken geben. Er kennt sich da definitiv besser aus. Die nächste Folge dreht sich wieder um den Amiga 600 und wir zeigen, dass man selbst einem Stiefkind mit Individual Computers Höllenmaschinerie Benehmen beibringen kann. Herzlichen Dank fürs Aushalten dieser doch sehr langen Folge. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye, euer Mick. Es kann ja sein, dass ich mich irre, aber ich meine, das wäre jetzt deutlich schneller hochgefahren. Da hast du vollkommen recht. Warum hat jetzt kein Nase mehr? Das war jetzt etwas nicht richtig. Wir wollten die Bootzeit wollten wir zeigen, das haben wir geschafft. Die Maus ist ein anderes Thema. Richtig, aber deutlich schneller, was will man mehr? Du merkst da schon eigentlich, wie zäh der Aufbau. Ja, das ist halt eben wirklich, ich sag mal, das ist ja Textdarstellung irgendwo über Grafik gemacht. Ja. Ne? Wenn du da hinschaust, das sieht schon genauso. Wenn du tatsächlich auf Monochrom runtergehst, ja, also. Ach, Freund, was haben wir denn jetzt wieder? Ach Gott, ja, ich weiß ja, das nochmal speichern.